Liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Partner der Bachmeier-Weissach-Welt, mich freut es, heute Sie zu adressieren, weil wir nach einem wirklich sehr, sehr turbulenten und sehr, sehr anspruchsvollen Jahr eine großartige Neuigkeit zu verkünden haben. Das Jahr war aus nachvollziehbaren Gründen sehr herausfordernd, im positiven Sinne, weil Sie alle als Gäste in großen Mengen mit toller Freude zu uns im Sommer gekommen sind und wir eine tolle Zeit zusammen im Sommer verlebt haben. Aber wir hatten natürlich auch im Frühjahr den Lockdown, der uns alle wahnsinnig beansprucht hat. Wir haben jetzt wieder den Lockdown, der uns wahnsinnig beansprucht. Aber die Zeit ist reif, die Glocken klingen und geben uns das Signal, dass wir Großes Neues für die Zukunft planen. Und es ist kein Zufall, dass ich jetzt hier stehe, an diesem ganz besonderen Ort. Denn ich darf mit großem Stolz und großer Freude verkünden, dass wir gestern mit dem Herzoglichen Haus hier in Tegernsee einen Vertrag geschlossen haben, dass wir in Form eines Erbbaurechtsvertrags, eines langfristigen Erbbaurechtsvertrags, die Verantwortung für Wildbad Kreuth übergeben bekommen haben. Wildbad Kreuth ist für mich als Tegernseher etwas, da kriegt man weiche Knie. Das ist so ein besonderer Ort, nicht nur weil viele Leute, und da kommt man gar nicht umher, ihn als Kraftort zu empfinden, sondern weil er auch so geschichtsträchtig geladen ist und auch so eng verbunden ist mit der Wittelsbacher Familie, mit dem herzoglichen Haus hier am Tegernsee. Und für mich ist es ja mein schönstes Hobby, ist vielleicht zu flapsiger Ausdruck, aber mein Steckenpferd, das was ich am liebsten mag, ist Häuser, die sozusagen ein bisschen in die Jahre gekommen sind, die keinen rechten Sinn im Moment haben, keine Richtung, keine Aufgabe, die zu nehmen und da ein neues Leben reinzubringen und eine neue übergeordnete Idee. So haben wir es gemacht mit dem Bachmeier Weissach, so haben wir es gemacht mit dem Bussi Baby, mit dem Berghotel Altes Wallberghaus, mit dem Clubhaus und verschiedenen anderen. Und das ist natürlich hier jetzt der größte und tollste Rohdiamant, den man am Tegernsee überhaupt nur finden kann. Also überglücklich, überstolz, sehr dankbar der herzoglichen Familie gegenüber, dass wir das Vertrauen bekommen haben. Und wir werden jetzt einige Jahre brauchen, um das zu entwickeln. Wir werden bestimmt anderthalb Jahre planen und dann werden wir auch anderthalb Jahre Umbau- und Neubauarbeiten zu leisten haben. Aber was haben wir eigentlich vor hier? Die Idee ist, wir wollen eine ganz neue Kategorie von Urlaub, von Aufenthalt kreieren. Und diese Kategorie nennen wir Spiritual Retreat. Nicht zu verwechseln mit Esoterik, nicht zu verwechseln mit psychosomatischer Klinik, sondern es geht darum, dass Menschen einen extrem hochwertigen Ort finden, an dem sie sich und ihr Leben reflektieren und neu ausrichten können. Da wird es Einflüsse geben aus der Psychologie, selbstverständlich. Da wird es Einflüsse geben aus der Spiritualität, aber auch, wen wundert's bei mir, auch aus der Philosophie. Und die Idee ist, dass wir in dieser Kategorie sozusagen das führende Haus auf der Welt sind. Es gibt schon auch andere Häuser, die aber leicht andere Ansätze nehmen in den USA und in Asien. Ganz tolle Häuser, aber da sind wir also sehr engagiert und haben eine genaue Vision, was wir da eigentlich machen wollen. Wir wollen damit einen Beitrag für die Gesellschaft auch leisten und vielleicht schaffen wir es da auch, Denkprozesse in Gang zu setzen.
Wir sind selber jetzt gerade sozusagen in der Formulierungsphase. Das ist eine übergeordnete Idee, die wir da entwickeln. Und sobald wir da mehr wissen, kommen wir wieder auf Sie zu. Wir freuen uns riesig, wenn Sie im Frühjahr hoffentlich wieder zu uns kommen, wenn wir hoffentlich wieder aufmachen dürfen. Und wir bedanken uns wahnsinnig bei Ihnen, liebe Gäste und Freunde und Partner, weil Sie sind mit uns dieses Jahr durch dick und dünn gegangen. Wir haben da also wirklich herzzerreißend tolle Sachen erlebt mit Ihnen allen. Und das gibt uns die Kraft und die Zuversicht und den Schwung, jetzt wieder ein tolles, großes, neues Projekt anzugehen. Darum Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten, einen guten Ausklang dieses Jahres und vor allem ein ganz tolles und positives neues Jahr 2021. Vielen Dank Ihnen allen für alles.